Ja, so, liebe Leute, irgendwie war der Ton weg. Dass ich die ganze Zeit gelabert habe. Come on, liebes Spiel. Gut, mal schauen, was wir hier Schönes finden. Ja, wir nehmen mal einen Diesel. Das ist schon eine relativ weite Strecke. Sagen wir mal was Amerikanisches vielleicht. Gut, die haben wir eh auch noch nicht. So eine Santa Fe. Die hat wenigstens richtig Power. Nehmen wir mal die da. Gut, dann Kesselwagen benötigen wir hier. Hier sind sie. Die haben Kapazität hier. Mal von denen hier. Mehr. Also mal die Giftgrünen hier noch verwenden. Ja, jetzt haben wir gerade kein Geld mehr. Gut. Ich glaube, ein Zug sollte hier mal vorerst reichen, um das Ganze hier in Bewegung zu kriegen. Das wäre ich. Hier hinten die Linie. Dann benötigen wir hier oben mal noch die LKWs. Den Weg habe ich hier jetzt nicht hingestellt, oder? Nee, die fehlt wieder. Ja, ohne Fabrik gibt es hier keinen Treibstoff. Deshalb brauchen wir hier noch die Fabrik wieder zurück. Ölquelle? Nein. Ölraffinerie brauche ich. Ölraffinerie. Dann machen wir die gleich mal auf Level 5. Boost-up brauchen wir hier nicht. Das mal so machen. Gut. Das Teil mal so möglichst nah hier ran. Zack. Dann ist der nämlich hier dran. Sollte das eigentlich dann funktionieren? Hier oben LKWs brauchen wir noch. Können wir hier kaufen. Da nehmen wir. Mal gut abzutransportieren, würde ich hier mal in der Richtung was nehmen. Ja, das Geld bleibt wieder auf der Strecke. So, normal. Beschleunige, dass wir ganz mal so hier ein bisschen zum Geld kommen. Einen hätte ich gern, wenn es möglich wäre. Gut, wir können die ja gleich doch mal auf die Strecke schicken, so ist es nicht. Die 5. Gut, jetzt würde ich sagen, wir können dann die Mietfahrt mit der Santa Fe Lok. Ist der übrigens schon hier hinten.
ist schon da hinten. Okay. Ja, die Mietfahrt machen wir in der nächsten Folge dann. Bis dahin wünsche ich euch allen eine gute Zeit und hoffentlich bis morgen. Ja, und natürlich auch sorry für den kleinen Kommentar in diesem Video. Ja. Aber morgen gibt es das nächste Transportfieber-Video, diesmal dann mit Kommentar. Bis dahin, alles Gute und ja, hoffentlich bis dann. Tschüss!